Heute werden wir uns einmal gemeinsam ein neues Monster von mir anschauen, und zwar den guten alten Smicer. Wir kennen den nicht, den guten Smicer. Ja, ich habe ihn jetzt so geruhnt, es ist ganz vorab keine Broken S-Fu-Runen, sondern es sind einfach ganz normale Runen, nichts Weltspannendes an Runen. Er hat auch noch gar keine Skill-Ups. Ja, ich will mir einfach nur hauptsächlich seine Passive anschauen, da ich das denke, dass das das Interessanteste an ihm sein wird. Wobei es besser wäre hier der zweite Skill von Zibala zum Beispiel als die Bombe. Das würde einfach ein besseres Skillset zusammengeben als die Bombe. Wir gehen einmal ganz kurz die Runen durch, und zwar habe ich ihn ganz einfach auf Speed, Attack, HP geruhnt mit ein bisschen Billo-Runen, halt nichts Weltspannendes. Hier auch kein vernünftiges Artefakt drin, das ist okay. Das ist halt nochmal die ACC für die Bombe und für die Passive gedacht. Denn seine Skills sind, naja, relativ simpel gehalten in der Regel. Greift den Gegner an und erhöht deine Angriffsleiste um 20% auf dem ersten. Der zweite ist verfluchter Apfel. Platziert eine Bombe auf dem gegnerischen Ziel, die nach zwei Runden explodiert und den Gegner mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% betäubt. Da geht die, der Schaden nochmal höher und die Ablenkzeit geht einen runter, sprich das wären drei Runden in der Regel. Und die Passive, was ich am interessantesten finde, ist, verringert die Angriffsleiste des Gegners mit der höchsten Angriffsleiste zu Beginn jeder Runde um 20% und lässt den Gegner eine Runde lang verstummen. So, wie kann man den Guten denn jetzt einbauen, ist die gute Frage, ne? Ich schätze, wir werden ihn hauptsächlich erstmal so ein bisschen in der Arena ein bisschen rumdödeln mit dem, und dann schauen wir mal, ja? Dadurch, dass er eine Bombe hat, würde ich Ihnen sagen, es ist eher Richtung Bomberteam gedacht, würde ich jetzt einfach mal schätzen. Wir spielen jetzt anstelle von einem Xian. In einem Bomberteam mit Gianna als Strip normal, Sierra zum Detonieren, wobei die Sierra ist schneller, merke ich gerade, vielleicht nicht gerade das Beste. Das ist jetzt vielleicht ganz ein bisschen doof durchdacht, merke ich gerade. Egal, wir testen trotzdem so. Und wo ist sie boostet? Da. Let's go, wir schauen uns erst einmal an, was er überhaupt groß macht und was er macht und wie er macht, um, ne, wie das überhaupt wirkt, ob es wirkt, etc. Let's go, wir strippen erstmal eine Runde, zack, außer die Praha. Ich gebe dir mal die Bombe, ja, so, zack. Sierra ist egal erstmal, okay, Sierra ist la reicht. So, er hätte jetzt genau das Monster mit der Wille getroffen, ich fasse es nicht. Okay, kriegst du die Bombe und den Stun hoffentlich? Okay, die Bombe, ja. Den Stun nicht so. Das ist okay. Jetzt kommen die anderen dran. Okay. Bis jetzt hat er ja noch nicht so viel gemacht, bis auf eine Bombe gesetzt. Das ist schon mal fantastisch, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist ja fantastisch, ey. So, jetzt komm mal bitte dran. Silence. Ja, wieder auf die Praha. Gut, es geht natürlich um die Angriffsleiste, ne? Der visiert das Ziel an mit der höchsten Angriffsleiste. Was in dem Fall jetzt halt die Praha ist. Was jetzt in der Regel gar nicht mal so bad ist, weil die kann jetzt nicht heilen. Na, die könnte jetzt nicht heilen, außer sie prockt. Ich würde ihn auch gerne mal procken sehen. Muss ich sagen. Nicht nur die Death, sondern auch ich mal. So vielleicht. Smicer. Wieder auf sie. Okay, vielleicht procken wir mal. Nee. Ja. Das ist wieder dieses Ding, ne? Ich meine, ja, er hat jetzt keine Max-Skills. Was ist ein bisschen. Okay, das Silence und so, das ist schon ganz funny, ne? Wir testen das jetzt mal nicht in einer Bomber-Kombo, sondern wir testen das jetzt mal ganz normal gegen irgendwelche Defenses aus. Okay, schauen wir uns das ganze Spektakel mal gegen irgendwelche Kombos an. Was ich mir natürlich auch noch ganz gut vorstellen könnte, ist, wenn der Smicer knapp hinter den Stripper kommen würde, sprich eventuell sogar ein Swift-Build oder so, könnte ich mir vielleicht noch ein bisschen vorstellen, muss ich sagen. Okay, er ist schneller, aber das ist okay. Silence auf die. Ja, das ist halt wegen der höchsten Attack-Bar, ne? Das ist halt so ein bisschen doof. Das ist irgendwie ein bisschen störend. Triffst du denn? Ja, die Bombe. Immerhin, hey. Na? Das ist ja an sich nicht schlecht. Ja, das mit der höchsten Attack-Bar nervt ein bisschen. Dann, ich finde persönlich, es wäre vielleicht sinnvoller. Tschüss. Tschüss, Gianna. Das so zu ändern, dass es eher random ist. Vielleicht sogar.
muss ich sagen. Aber vielleicht wäre ein Proc mal ganz cool. Sowas würde ich halt gerne mal sehen. Ein Proc bei ihm. Das ist etwas, was mich auf jeden Fall mal interessieren würde. Wie das dann so verstanden geht. Weil das müsste ja beim Proc... Ist eigentlich auch unnötig, ne? Beim Proc würde ja einfach wieder ihn, den mit der höchsten Attack-Bar nehmen. Also sprich denselben nochmal. Ja, das ist halt ein bisschen doof. Ne, da finde ich, random wäre besser. Das wäre auf jeden Fall schon mal etwas, was die vielleicht für die Zukunft so ein bisschen sich mal überlegen könnten. Weil jetzt... Ja, da wäre vielleicht sogar echt ein Swift-Build besser. Jetzt trifft es ihn halt, ja. Das ist ja ganz nett. Aber einmal procken wäre schon schön. Einfach nur, um es zu sehen. Ob ich recht habe mit meiner Vermutung. Hock mal jetzt, Smitzer. Der Leo, ja. Bombe für dich, nicht. Hm. Ha, nee. Ich muss halt, also ich bin einer... Für mich war der echt am überzeugendsten. Von allen. Aber er ist tatsächlich leider anscheinend einer der schlechtesten. Von den ganzen Puppenspielern. Muss ich echt sagen, gefällt er mir gerade echt leider am schlechtesten. Ich meine, das Silence immer wieder drauf zu bekommen, ist schon ganz cool. Ich habe ihn jetzt mal sehr provisorisch auf Swift geruht. Einfach mal zu gucken, ob das mit Swift-Build eventuell ein bisschen besser läuft. Ist schwierig. Ich glaube, das könnte sogar eine Easy-Death sein. Ja. Okay. Stun. Yep, das ist schon mal fein. Und der Silence of Fran war jetzt auch nicht so bad, muss man halt sagen, ne? Okay. Widerstand. Ja, der hat jetzt sehr wenig ACC. Das muss man bedenken. Mit der hohen ACC hat er echt gut getroffen. Also da, wenn er mehr ACC hat, dies, das, dann trifft er eigentlich auch gut. Jetzt hat er ihn getroffen, das ist okay. Das Einzige, was er irgendwie fast gar nicht trifft, ist den Reduce, oder? Ne, der hat ja auf dem ersten und auf dem dritten auch noch diesen Attack Bar Reduce. Den trifft er gefühlt, glaube ich, gar nicht. Ha, ne, überzeugt mich nicht. Leider. Ich dachte echt, der könnte einer der Besseren sein. Ja, na, ich wüsste auch nicht so genau. Also er hat ein paar Mankel, sagen wir es mal so. Der zweite, der passt halt nicht. Hätte der einen attraktiveren zweiteren. Ja, dann wäre vielleicht eine Überlegung da. Jetzt haben wir den Stun getroffen, aber nicht die Bombe. Aber wie gesagt, das ist auch okay, weil die ACC jetzt echt Bockmist ist. Ne, aber darum geht es jetzt gerade nicht. Mir geht es auch mehr um den, genau den Silence auf ihn, der gestunt ist, aber das ist ja okay. Ja, also ich habe Verbesserungsvorschläge für Smicer, um ihn ein bisschen attraktiver zu machen. Abgesehen davon, dass der Leader echt Müll ist mit Resistance. Nicht so geil. Also passt nicht, sagen wir es mal so. Das nächste, den zweiten Skill sollte man überdenken. Und den dritten Skill muss man auf einer Seite überdenken. Denn der dritte, also die Passive, sollte man nicht auf den höchsten machen. Ich glaube, ich verstehe die Idee dahinter so ein bisschen, ja. Aber... Ja, ich war... Oh mein Gott, ich habe einen falschen Skill gemacht. Ups. Ups, ich habe einen falschen Skill gemacht. Ja, jetzt GG, weil ich keinen Schaden mehr habe, weil das meiste einfach gar keinen Schaden macht. Silence of D. Nee. Nee, schade. Ist leider, also gerade würde ich tatsächlich sagen, das schlechteste Net 5 im Spiel. Also als im Bomberteam vielleicht, aber das Problem ist, im Bomberteam möchtest du ja sowieso schnell sein und da nehme ich halt lieber einen Sian oder Malaka, der halt AOE-Bomben macht, ne? Da gibt es halt bessere Optionen, davon abgesehen, dass du sowieso schon einen Windbomber hast mit Sierra im Team. Ne, wisst ihr, was ich meine? Das ist halt das Ding. Ja, das war jetzt ganz nett. Aber da, guck mal da, dann denke ich mir halt lieber, nehme ich einen Sian und hätte jetzt einen AOE-Bomber gehabt. Wisst ihr, was ich meine? Als den Smicer, der hier und da mal ein bisschen controlt jetzt. Moment. Kommt gleich der Control, wenn er da mal drankommt. Da. Und ja, jetzt haben wir den Reduce auch gesehen. Mal. Also ich jetzt das erste Mal. Ja. Also ich schätze, wenn... Aber dann kann man dann auch wieder, da denke ich mir wieder, wäre ein John sogar besser. Ja,
Da ist das. Ja, das Kit ist komisch. Das Kit ist ganz weird. Das passt nicht zusammen. Man kann ihn weder gut in der Bruiser-Kombo spielen. Das ergibt kaum Sinn. Da ist sogar Tesha brauchbarer. Wisst ihr, was ich meine? Naja, gut. Fazit: schlecht. Würde ich jetzt gerade gar nicht bauen. Schlechtes Monster, also schwierig einzusetzen. Sehr schwierig einzusetzen. Passt schwierig rein. Sie müssen, also, der Leader ist schwierig. Den würde ich überarbeiten, dass es eher random ist, als der mit der höchsten Attack-Bar. Bombe passt nicht im Skillset rein. Passt gar nicht rein. Dann lieber, wie gesagt, diesen Zurücksetzungsskill. Der passt ein bisschen besser rein. Ja, gut, und das ist halt die Attacke von allen. Das ist okay. Aber, nee, leider zu schwierig einzusetzen. Und ich wüsste nicht, wie. Im Bomber gibt es halt, also Bomber-Team gibt es viel bessere Möglichkeiten. Im Bruiser-Team wüsste ich nicht, warum. Da gibt es auch bessere Möglichkeiten. Leider nicht, leider nicht. Schade. Ich hätte echt gedacht, das könnte ein interessantes Spielzeug sein. Aber zählt als schlechtestes. Mal gucken, vielleicht wird er irgendwann mal gebufft. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Haut rein.